ja für uns Reporter war 2015 ein aufregendes Jahr, aber vor allem ein düsteres Jahr. Viele Terroranschläge, viel Gewalt. Wenn man so ein bisschen emotional oder als Mensch an 2015 denkt, dann war es kein gutes Jahr. Tunesien war für mich, abgesehen von den Terroranschlägen in Paris, somit der berührendste Einsatz. Denn dort sind Menschen ums Leben gekommen, die nichts weiter getan haben, als Urlaub am Strand zu machen. Also die Urlauber haben auf mich genauso einen surrealen Eindruck gemacht, wie die ganze Situation dort vor Ort. Urlaubsparadies, du läufst am Strand lang, biegst um eine Kurve und dort liegen noch Leichen, du siehst noch das Blut. Und genauso surreal haben die Urlauber reagiert. Die einen haben sich auf den Weg gemacht zum Flughafen, sind praktisch geflüchtet. Die anderen haben gesagt, nö, wir bleiben hier, wir baden einfach weiter. Und sie haben gebadet, wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Und es gab ein Ereignis, da waren wir im Universitätskrankenhaus, haben dort Opfer besucht. Und da kam Tunesier, als wir wieder das Krankenhaus verließen, auf uns zu, eine Gruppe von Männern. Und sie haben uns umarmt und haben gesagt, es tut uns leid. Bitte verbreitet das. Unsere Herzen sind genauso gebrochen wie eure. Sagt aber auch zu Hause, dass wir mit diesen Anschlägen nichts zu tun haben. Dass dieser Attentäter kein Tunesier aus unserer Mitte war, sondern ein Verrückter, ein Idiot, haben viele gesagt. Wir sind nach Lampedusa gereist, weil im Mittelmeer mal wieder, muss man ja sagen, es zu einer Flüchtlingskatastrophe kam. Bis zu 900 Menschen sollen an einem Tag dort im Mittelmeer ertrunken sein. In Lampedusa haben wir gewartet auf die Überlebenden dieser Flüchtlingskatastrophe. Wir wollten mit ihnen sprechen über ihre Erlebnisse, über die Ereignisse auf dem Mittelmeer und natürlich sehen, wie kann man so etwas zukünftig verhindern. Wir sind an einem Tag in ein Flüchtlingsheim gefahren auf Lampedusa, haben dort mit Flüchtlingen gesprochen, jungen Männern, 17, 18, 19, die schlimme Fahrt überlebt haben. Ich habe mit einem Flüchtling gesprochen und er hat diese Überfahrt geschafft, war auf Lampedusa in diesem Heim, in einem wirklich kleinen, heruntergekommenen Raum mit vier Leuten, wirklich wenig Platz, keine Privatsphäre. Und dann diese jungen Männer, die jetzt davon ausgehen, dass ihr neues, besseres Leben startet. Und sie sitzen da seit Wochen, seit Monaten und warten darauf, dass sie aus diesem Heim raus können und endlich ihre jugendliche Energie einsetzen können, um einen Job zu finden, um eine Familie zu gründen, eine Wohnung zu schaffen, sich zu bauen. Und all das funktioniert nicht. Und das Schlimme ist, man weiß als Reporter, dass viele von diesen Flüchtlingen nie in Europa ein neues Leben aufbauen werden. Sie werden einfach wieder zurückgeschickt. Und sie opfern so sehr, sehr viel. Also wenn ich an 2016 denke und mir etwas wünschen könnte, dann wäre es vielleicht eine Schlagzeile wie Europa findet eine neue Einheit oder Europa findet wieder den gemeinsamen Weg. Weil was wir gerade an der Flüchtlingskrise sehen, ist der Zerfall Europas. Es wird wieder national gedacht, es werden wieder nationale Wege beschritten. Das ist nicht Europa und so lösen wir keine Konflikte und so lösen wir keine Krisen, wenn wieder jeder seinen nationalen Weg geht. Ich würde mir wünschen für 2016, dass Europa wieder zu sich findet, wir wieder eine Einheit werden.